Simon Paganini, was ist heute genau passiert bei der Bergung der Deescentis? Also heute Morgen haben wir die Bergeplattform noch ein letztes Mal inspiziert, weil über Nacht haben sich einige Sachen noch gelöst. Die haben wir noch festgezogen, noch verbessert. Und dann haben wir den Absenkvorgang begonnen. Auf 20 Meter wollten wir noch ein paar Tests machen mit diesem Kompressor. Und aus irgendeinem Grund haben wir da dann die Kontrolle verloren bei der Bremse. Wir haben auf der Bobine haben wir drei verschiedene Bremsen, wo wir bremsen können. Der Operator hat zwei Möglichkeiten da zu bremsen. Der hat sofort betätigt. Ein anderer ist zur Hilfe gehalten, auf der anderen Seite die dritte Methode zu bremsen noch angewendet. Hat aber nichts genützt. Die Plattform ist abgerauscht in die Tiefe. Und das hat uns keine Zeit mehr gegeben, irgendwie was zu machen, sei es Luft nachzugeben etc. Also innerhalb von einer Minute war das auf dem Grund, auf dem Wrack. Ist auf der Backbordseite des Wracks in den Grund geschlagen, hat sich die Plattform verbrochen. Teile der ein Ponton liegt auf Midschiffsebene, einer auf dem Achtersalon auf der Seite. Wrack hat nicht viel Schaden gemacht, das ist noch gut, das hat nur einige Handreling verbogen und also sieht noch gut aus, aber natürlich unten sieht es natürlich sehr, sehr schlimm aus. Die ganzen Leinen, die jetzt da rumliegen und die ganze Ponton hat es auch noch, die sind implodiert auch noch, die sind nicht gemacht für diesen Druck. Die sind für 16 Bar ausgelegt und wir hatten ja mit Luft den Umgebungsdruck ausgeglichen, aber das haben wir natürlich nicht mehr die Zeit gehabt so schnell. Also das heißt, hier ist das Projekt eigentlich gestorben, wir haben ja immer wieder Rückschläge eingestecken müssen, aber das, von dem holen wir uns nicht mehr. Jetzt geht es darum, aufzuräumen hinter uns. Die erste Übung bereits läuft, um die Sachen so zu sichern, dass wir es dann später noch endgültig bergen können. Und genau, es ist ein trauriger Tag für das Projekt und wir schauen mal, wie es weitergeht. Sie haben das kurz angetönt, viel Arbeitsstunden wurden geleistet in der Nacht, Nachtstunden wurden geleistet. Wie groß oder wie geht es Ihnen jetzt? Ja, natürlich enttäuscht. Ich habe einige Punkte gesehen, jetzt sage ich, okay, die können zum wirklich das Projekt zum Scheitern bringen, aber diese Bobine, wo wir drei Bremsen haben, hatte ich nicht gedacht, dass das ein Problem wird. Aber ja, es sind immer diese kleinen Sachen, man muss bei solchen Projekten auf jedes Detail achten. Und ja, ist schade, dass es nicht geklappt hat. Ist ein Riesenverlust an Zeit, Geld. Aber ja, man hat vielleicht trotzdem viel noch gelernt, das ganze Team. Und ja, es ist trotzdem gewaltig, was man mit freiwilliger Arbeit hinter uns sieht, man, wie es läuft, da wirklich noch stemmen kann. Mit Spendengeld, das ist keine Steuergelder verschwendet worden. Das Wrack ist immer noch heile, aber wahrscheinlich jetzt bleibt es da unten für eine Weile. Also für eine Weile haben Sie vielleicht nochmal die Kraft, zu einem späteren Zeitpunkt es nochmal zu versuchen? Also aktuell müssen wir zuerst schauen, was es kostet, da unten aufzuräumen. Und was wir überhaupt bergen können, wie das genau aussieht, was für Material wir auffahren müssen, weil das wird noch eine richtige Anstrengung geben, das aufzuräumen. Und ja, und dann unsere Kriegskassen sind leer, also das Geld, das wir jetzt zum Konservieren gedacht haben, für das Wrack wird sicher jetzt für das verwendet, um das wieder zu. Und auch diese Pontons waren ja schon gedacht, um weiter verkauft zu werden, das geht natürlich jetzt auch nicht, das heißt, ja, also. Das müssen wir neben dieser Hebesäcktechnik da unten einzusetzen, war ja immer ein Kritikpunkt. Also das wäre ja die tiefste Bergung mit einem Hebesäck wahrscheinlich. Wir hatten einfach nur ein Low-Budget-Projekt. Wir hätten gerne Litzerheben eingesetzt. Aber da hatten wir einfach das Geld nicht. Da hätten wir fast das doppelt so viel an Spendengelder gebraucht. Und das war die günstigste Methode. Und wir haben es versucht und sind jetzt heute leider gescheitert. Könnten Sie die Sachen nicht unten lassen, müssen Sie die alle bergen? Ja, ich muss mal zum Karton und fragen, was erlaubt ist hier. Natürlich, hier hinter uns sieht man, wir versuchen bereits alles so zu sichern, dass wir dann trotzdem noch viele Sachen noch bergen können. Einige Sachen sind auch so gemacht, dass wir es leicht bergen können. Aber natürlich gibt es Sachen, wo es richtig schwer wird, es hochzuholen. Aber wir schauen es eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir das Ganze ein wenig schauen, was genau der Schadensplatz ist, was wir machen können. Aber ja, aktuell sieht das nicht so gut aus. Besten Dank. Schönen Tag. Dankeschön.